Taikimea. Ach so, ich dachte, wir interviewen jetzt die Weinkönigin hier. Die Weinprinzessin ist leider krank geworden, aber wir wünschen natürlich gute Besserung von hier aus, ist ja ganz klar. So, wir wollen Ihnen noch kurz erklären, was wir heute alles hier bieten. Ne? Es ist, wir haben heute gegenüber letztes Jahr zwei Bühnen anzubieten. Auf der einen Bühne werde ich mich aufhalten, das sieht in diesem großen Haus. Der Obermarkt, da steht die zweite Bühne. Da ist die zweite Bühne. Da gibt es unsere Open-Air-Ü30-Party heute sozusagen, bis so gegen 15 Uhr. Da gibt es dann noch eine Live-Band da. Und was ganz interessant ist, ich werde mit diesem Herrn, das ist Dr. H.C. Oliver Brockmann, er ist von der Brockmann-Gruppe, mit mir das machen, weil ich unheimlich gerne moderiere, nämlich oben auf dem Obermarkt einen Crash-Test. Werden wir uns gleich mit ihm unterhalten, auch jetzt gleich hier auf der Bühne, was wir da machen. Sag noch, was noch so los ist. Ja, wir haben natürlich jede Menge Live-Musik dabei, also heute den ganzen Tag hier von dieser Bühne Musik zum einen, zwei Bands und gleich fängt es an, Sie haben vielleicht schon den Soundcheck mitbekommen, startet gleich hier die Band Beat Brothers. Und da haben wir einen ganz tollen Service heute für alle Fahrradfahrer zu bieten. Nämlich zum Beispiel kostenlose Fahrradreparatur. Wenn Sie da Kleinigkeiten haben, Bremse funktioniert nicht, Sattel schief, Luft fehlt im Reifen, kein Problem, da wird Ihnen weitergeholfen. Oder aber Massage, auch das ist heute möglich, kostenlose Wadenmassage. Das ist bei dir am Obermarkt. Ja, wir sind beim Obermarkt oben bei mir. Da kann man aber auch ein kleines Obolus geben, ja, auch hier bei der Reparatur. Ja, kann man schon mal sagen, da stecken wir mal vielleicht einen Euro rein. Für die Kaffeekasse. Zum Bleistift, ja. Und dann gibt es noch einen Verkehrssinntrainer, Entschuldigung Bob, einen Verkehrssinntrainer. Das ist kein Trainer, der sich fragt, warum der Verkehr Sinn macht oder nicht, sondern da können Sie die Sinne schärfen, sich auf ein Fahrrad setzen und einfach mal gefährliche Situationen durchspielen. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man das mal macht, wie leicht man da in brenzlige Situationen hineingeraten kann. Sollten Sie unbedingt mal ausprobieren. Ja, und wir haben die Deutsche Verkehrswacht dabei. An dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön, die uns immer begleiten hier bei unserer Pitstop-Aktion von SWR1 Rheinland-Pfalz. Die werden wir natürlich auch auf der Bühne haben, ein paar Interviews machen. Und es riecht die ganze Zeit hier gut. Magst du das Zwiebelfleisch hier vorne, oder? Da kriegt man ja Hunger. Also zwei Portionen für einen Moravka. Ja, Oliver Brockmann ist von der Brockmann-Gruppe. Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz. Wir machen nämlich bei mir oben an der anderen Bühne den Crash-Test. Letztes Jahr haben wir ihn hier gemacht. Und heute machen wir da oben, haben wir ein bisschen mehr Platz. Was wollen wir den Leuten zeigen? Was wollen wir ihnen vermitteln? Ja, wir haben hier heute was aus unserer Unfallforschung, Unfallrekonstruktion mitgebracht. Wir haben einen Crash-Test-Dummy dabei. Das ist eine Puppe, die hier jetzt in dem Fall ungefähr die Eigenschaften des Körpers von einem 10-jährigen Kind hat. Ach, jetzt doch wieder Puppe. Ich dachte, Herr Jenscher ist heute. Ja, habe ich euch ja gelb angezogen schon, deswegen. Ja, wir hatten ein kleines versicherungstechnisches Problem, deshalb muss man jetzt auf die Puppe wieder ausweichen. Ja, wir haben diese Puppe dabei. Ungefähr ein 10-jähriges Kind. Das ist ein Gerät, wie es auch in der Automobilentwicklung zum Einsatz kommt, bei wirklichen Crashtests. Und wir fahren diese Puppe heute mit einem Fahrzeug an, mit einer Geschwindigkeit ungefähr von 30 km/h. Die Puppe setzen wir dafür auf ein Fahrrad drauf. Und ganz wichtig, die Puppe ist auch mit einem Helm ausgestattet. Und dann wollen wir sehen, was passiert. Genau, wir wollen das ein bisschen analysieren. Damit kann man das auch mal so richtig verfolgen, wie das Ganze aussehen wird. Interessante Sache. Vielleicht haben wir noch die Zeiten. Wann haben wir den ersten? Ich glaube so gegen 12:40 oder immer so im Stundenrhythmus werden wir dann das Ganze zeigen, auch ein bisschen erklären, warum es wichtig ist, einen Helm zu tragen und warum es auch vielleicht wichtig ist, wenn ein Helm schon mal kaputt war, ihn auszutauschen und nicht zu sagen, gut, der hält noch einmal, ne? Ganz genau so ist das, ja. Also wenn man mal einen Unfall hatte mit einem Helm und Sie beobachten jetzt auch in dem Helm keine augenscheinlichen großen Beschädigungen, tauschen Sie ihn trotzdem aus. Boah, guck mal hier. Au, morgen. Oh, fährt der mit meinem Fahrrad hier rum? Was soll das denn? Hab's gerade noch abgestellt da hinten. Erlebnistag Deutsche Weinstraße. Das war schon das erste Erlebnis heute. Ja, Oliver Brockmann, Dankeschön. Wir sehen uns gleich oben am Obermarkt. Wie gesagt, 12:40 Uhr, der erste Crash-Test. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann noch mal oben vorbeischauen würden. Genauso natürlich, wenn Sie auch hier bleiben bei meinem Kollegen Frank Jenscher. Ja, ansonsten viel Spaß, gute Unterhaltung. Und wir legen gleich los. Oben läuft die Musik schon. Wir haben gleich nach oben gegeben. Und du darfst dann hier weitermachen. Genau, gleich läuft oben die CD zu Ende, schnell hochjoggen, ach, bevor die CD am Ende ist. Das soll eine sagen, unseren Rentner geht es. Nummer 1. Der Pitstop von SW1 an der Fahrzeug Station in Bad Lohr. Ja.
Den Mann im grünen Polohemd von der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz. Kleiner Applaus bitte für Herrn Brummer. Denn die Landesverkehrswacht ist unser Partner bei unseren Pitstops. In diesem Jahr, auch schon in den Vorjahren. Dafür bedanken wir uns natürlich ganz herzlich. Denn sie sind immer zahlreich am Start und am Ende des Platzes sind sie ja auch vertreten. Erklären Sie noch mal ganz kurz, Herr Brummer. Zuerst einmal sind wir... Sie haben ja selber ein Mikrofon, nehmen Sie das doch. Sie haben mir so schön hingehalten. Wir sind zuerst einmal als Servicestation da, um Ihnen den Spaß heute am Radfahren zu erhalten, wenn Sie mal eine kleine Panne haben. Wir sind mit unserer mobilen Fahrradwerkstatt da und Luftdruck wird nachgeprüft. Wir können auch mal einen Mantel und Schlauch reparieren oder sogar ganz austauschen. Die Schaltung macht nicht mehr mit, so ein paar Tropfen Öl haben wir auch dabei. Dass Sie also heute den Tag mit Ihrem Fahrrad sorgenfrei verbringen können. Also das war schon mal ein ganz toller Service. Und ich habe gesehen, da ist ja schon unglaublich viel los bei der Fahrradreparatur heute Morgen. Applaus ist natürlich gerechtfertigt. Die Landesverkehrswacht, komm, wir gehen ein bisschen nach vorne, Herr Ritter. Da können Sie die Menschen besser sehen. Landesverkehrswacht ist ja unser großer Partner. Am Ende des Platzes sind Sie vertreten mit der mobilen Fahrradwerkstatt. Und Sie bieten auch an, und das ist interessant, die Fahrradkodierung. Das heißt, da kann man sein Fahrrad kodieren lassen. Und gerade heutzutage, wo ja Fahrräder, gleich der fast schon eine Wertanlage, ja, unglaublich, was man für ein gutes Fahrrad bezahlen kann. Das kostet viel Geld und deswegen macht es Sinn, dieses Fahrrad zu sichern. Wie funktioniert das genau mit dieser Fahrradkodierung, Herr Ritter? Also es geht folgendermaßen. Zuallererst wird eine Schablone erstellt und zwar geht es folgendermaßen, dass zuerst der Landkreis gesteckt wird, das heißt also, je nachdem, wo die Person Straßenschlüssel und dann Straße 12, zum Beispiel in Ludwigshafen, dann schauen Sie nach und dann gibt es einen Zahlenschlüssel und der wird dann zusammengesteckt und wo die Sattelspitze ist, und zwar ist der so, also keine tragende Tasche. Gehört, wer also der Besitzer oder Eigentümer ist. Los, Achtung, press das ab. So, jetzt bitte dann gehen wir doch mal runter. Da haben wir was, haben wir die Grenze hier. Wir machen da. Ja, die Augen brauchen, wenn man das so sieht. Ist das jetzt so eine normale Entfernung oder war das schon ziemlich wichtig? Also wenn jetzt mal ein Helm ein bisschen beschädigt wurde, ist glaube ich ganz wichtig, nicht hingesagt, ah, der hält jetzt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern weg damit. Also zuerst ist bei dem Helm natürlich ganz wichtig, dass der Helm richtig aufzieht. Der Dami hat den Helm hier richtig angehabt, man sollte den also schon fest zumachen und auf keinen Fall das Bändchen unten offen lassen, dann den Helm nicht zu stark in den Nacken ziehen, schön nach vorne, damit er auch schützen kann. Jetzt hier sehen wir, der Helm hat auch gehalten, hat sich nicht vom Kopf gelöst. Und auch wenn er jetzt nicht übermäßig geschädigt aussieht, auf jeden Fall nachdem er irgendwie mal heftig beansprucht wurde, immer austauschen. Oh, da kommt man, Tessi ist ein kleines Mädchen, das wichtig ist, ja. Der ist, glaube ich, zu locker, ne? Ja, der ist ein bisschen locker. Sehen, was passiert. Riesen Applaus für den Mann, der hat schon ganz viel geschafft heute. Ja, Sie lachen, Herr Roman, stimmt doch, oder? Habe ich hier die Unwahrheit gesagt? Nein. Eigentlich ganz so die Unwahrheit war es nicht, aber es ist noch zu schaffen. Es ist noch zu schaffen, aber die Landesverkehrswacht, das ist einer unserer Partner heute hier, die haben immer viel zu tun. Am Ende des Platzes haben sie ja ihre Pavillons aufgebaut. Eine Menge ist los, zum Beispiel an der mobilen Fahrradwerkstatt. Ist das heute ein besonders hohes Aufkommen? Haben Sie heute besonders viel zu tun? Nein, in Anbetracht der vielen Leute, die hier heute sind und die vielen Radfahrer, die unterwegs sind, ist es einfach normal. Es wäre natürlich schön, wenn wir nichts zu tun hätten, wenn die Fahrräder alle in Ordnung wären und wenn keine Pannen wären, da wäre es für uns einfacher und für Sie wieder da.